Hallo, bevor du das Video startest, abonniere bitte meinen Kanal. Eines sonnigen Morgens in den 100-Morgen-Wald wachte Ior auf und bemerkte, dass sein Schwanz nicht mehr da war. Verzweifelt schaute er sich um und suchte überall, aber der Schwanz war einfach verschwunden. Oh, mein Schwanz ist weg. Was soll ich nur tun? Brummte Ior traurig und ging zur Hütte von Nalepu. Er klopfte an die Tür und der kleine Bär öffnete sie fröhlich. Guten Morgen, Ior. Was gibt es denn für ein Problem? Fragte Nalepu, der seine Honigtöpfe aufräumte. Mein Schwanz ist verschwunden, seufzte Ior. Ich habe ihn nirgends finden können und jetzt fühle ich mich ganz unfertig. Nalepu dachte einen Moment nach und sagte dann, keine Sorge, Ior. Wir werden deinen Schwanz finden. Lass uns zusammen suchen. Die beiden Freunde begaben sich auf eine Suche durch den Wald. Sie schauten unter Büschen, hinter Bäumen und sogar im Fluss, aber Ios Schwanz war nirgends zu finden. Während ihrer Suche stießen sie auf ein paar Freunde, Tiger, Rabbit und Eule, die alle mithelfen wollten. Tiger sprang fröhlich herum und rief, ich werde deinen Schwanz finden, Ior. Vielleicht ist er im Dschungel versteckt. Rabbit und Eule suchten sorgfältig in ihren Gärten und in der Nähe des Baches. Trotz aller Bemühungen blieb der Schwanz verschwunden. Ior wurde immer trauriger, aber Nalepu tröstete ihn. Vielleicht sollten wir eine Pause machen, schlug Pu vor. Wir könnten ein kleines Picknick machen. Die Freunde setzten sich unter einem großen Baum und Nalepu holte seine Honigtöpfe heraus. Es gab leckeren Honig, frisches Brot und ein paar Möhren. Ior begann sich zu entspannen und ein Lächeln breitete sich aus seinem Gesicht aus. Plötzlich hörte Eule einen seltsamen Klang aus einem nahegelegenen Busch. Sie näherte sich und fand, dass Iors Schwanz dort feststeckte. Es war einfach zwischen den Zweigen gefangen. Hier ist dein Schwanz, Ior. Rief Eule erfreut, Ior war überglücklich und bedankte sich bei seinen Freunden. Ich kann euch nicht genug danken,